Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Der neue DLC ist erschienen und ja, ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Wir möchten mal gucken, was jetzt in dem neuen Paket drin ist, bevor wir weitermachen. Und ja, die Ballade der Recken. Du kannst dich einer neuen Herausforderung in Bezug zu den Recken stellen, nachdem du die vier Titanen zurückerobert hast. Oh cool, das haben wir sogar vor kurzem erst alles fertig. Kehre noch einmal zum Schrein des Lebens und dem Podest, auf dem der Schickerstein gefunden, wo du den Schickerstein gefunden hast, zurück. Oh Mann. Gerüchte über Schätze. Es gibt neun Ausrüstungsgegenstände zu finden, zum Beispiel die Ausrüstung der Leibwache oder Ravios Mütze, sowie seine weitere Gegenstände, die von Figuren aus der Legend of Zelda-Reihe inspiriert wurden. Es soll Hinweise zu diesen Gegenständen beim Stall am Fluss und den Ardeia-Dorfruinen geben. Stall am Fluss kriegen wir vielleicht noch hin, aber wo sind die Ardeia-Dorfruinen? Weiß ich jetzt nicht. Okay, weiter. Antike Pferdeausrüstung. Das habe ich im Trailer gesehen, richtig cool. Ein antiker Sattel, der es ermöglicht, Pferde herbeizurufen. Egal, wie weit entfernt sie sind. Ah, dann brauchen wir keine Stelle mehr direkt besuchen. Das dazugehörige antike Zaumzeug erlaubt dir außerdem, dein Pferd häufiger galoppieren zu lassen. Am Stall der Hochebene soll es ein Buch über diese Gegenstände geben. Stall der Hochebene, okay. Prüfung des Schwertes, warte mal, das Paket 1. Lernende Prüfung, Masterschwert, Bandschwert. Achso, das ist jetzt schon wieder das 1. Gut, dann haben wir Paket 2, alles fertig. Gut. Dann möchten wir das Spiel starten. Wir sind sogar am Stall der Hochebene. Da sollten wir doch eh hin, oder? Gucken wir uns doch direkt mal um. Zielen. Bei der Verwendung bestimmter Module und deines Bogens kannst du auch zielen, indem du die Konsole neigst. Achte beim Spielen auf deine Umgebung. Okay, geht da jetzt auch mit dem Pro-Controller, mit dem ich ja immer spiele. Übrigens, lohnt sich zu kaufen, wenn man nicht immer mit den kleinen Joy-Cons spielen möchte. Der Pro-Controller lohnt sich, definitiv. Hat auch eine schön lange Akkulaufzeit und alle Features, die Joy-Cons auch haben. Also mit dem HD Rumble und alles. Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast wahrlich Großes vollbracht. Ruta und Rudania, Medo und Naboris. Es ist dir gelungen, alle Titanen zu erlösen. Doch so stark du nun auch bist, in dir schlummern noch weit größere Kräfte. Begib dich zum Schrein des Lebens. Und setze den Schikastein dort in das Podest ein. Ex, die Ballade der Recken. Ex, antikes fürs Pferd. Ex, die Leibwache. Ex, Mütze des Händlers. Ex, blaues Windgewand. Ex, Helm des. Was? Ach, Usurpators. Ex, Rüstung des Bösen. Okay, das war's. Ja, saugeil. Wir haben also weitere Prüfungen bekommen. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, wir möchten ein bisschen rumfailen in diesem Part. Und ich würde sagen, das tun wir auch. Aber vorher möchte ich mich doch noch ein bisschen umgucken. War hier nicht irgendwas? Guck mal auf das Buch. Gerüchteküche extra. Extra, aha. 3. Kletis Gerüchteküche extra 3. Lesen. Hallo, hier ist wieder eure Kletis, Königin von Klatsch und Ratsch. Ob in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Okay. Heute habe ich wieder ein ganz besonders saftiges Gerücht für euch. Antike Pferdausrüstung. Ah, genau, die suchen wir. Anscheinend gab es früher, noch bevor ich geboren wurde, unglaublich tolle Ausrüstung für Pferde. Und zwar Zaumzeug, das die Fähigkeiten von Pferden verbessert. Und ein Sattel, mit dem man sie aus der Ferne herruft. Das Zaumzeug ist unter einem Kirschbaum südlich vom Hyrule-Gebirge, unter dem sich Tiere versammeln, so heißt es.
Das haben wir auch schon mal gesehen, den Kirschbaum. Da haben wir uns gewundert, dass da einfach nur so ein See war oben und dieser Baum, der große. Gut. Wo ist der Rest? Der Sattel soll an einer mysteriösen Quelle zu finden sein, in der ein Gott der Pferde haust. Okay, ein Gott der Pferde. So lauten jedenfalls die Gerüchte. Die Leute früher müssen viel mit dem Pferd unterwegs gewesen sein. Aber mit dieser Ausrüstung ist das Reisen bestimmt viel bequemer. Kletis Empfehlungspunkte? 5 Sterne. Antikes fürs Pferd. So, gut. Haben wir das also auch schon mal. Wir möchten jetzt aber rumfailen, habe ich gesagt. Wo ist der Typ? Oder geht das nicht hier? Das war aber hier, ne? Was mit dir? Oh, ein Reisender. Willkommen in unserem Pferdestall. Fühl dich ganz wie zu Hause. Okay, raus hier. Geh weg. Das ist mein Grund und Boden. Weg hier. Sie bewegt sich nicht, okay. Wenn du ein Pferd besitzt, kannst du hier seine Ausrüstung ändern oder seine Mähne umfrisieren. Wir freuen uns auf dich und deinen behuften Freund. Alles klar. So. Was mit Terry? Terry, komm her. Oh, danke für. Oh? Was haben Sie denn da? Ist das etwa ein Ausdauerkäfer? Die sind wirklich sehr selten. Verehrter Kunde, würden Sie mir diesen Ausdauerkäfer bitte überlassen? Bevor Sie ablehnen, ich biete Ihnen ein Ausdauermedizin im Tausch an. Das ist Terrys Spezialmedizin aus echter Ausdauerkram hergestellt. Nee, ich möchte diese Käfer behalten. Nein? Aber ein Angebot ist doch toll. Ich kann sie nicht verstehen. Vielleicht nachts, wenn er im Stall schläft. Der will uns ausrauben, du Sack. Nein, ich heuere einfach irgendeinen Schläger an. Alter, du bist so ein Sack. Oh, entschuldigen Sie bitte. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie es sich anders überlegten. Also, was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie etwas verkaufen? Wir gucken erstmal, was du zu kaufen hast. Ich bin sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe. Bitte sehen Sie sich um. So, Schleichwürmchen, Maxi-Echse. Oh, das ist zu so teuer, aber ich nehme die. So. Gut, da wären wir dann insgesamt bei 30 Rubinen. Einverstanden? Yep. Oktrogenballons und der Rest will ich eigentlich. Wobei, doch, warte mal. Ich möchte noch die Holzpfeile haben. Alle. 120, das haben wir noch, ja. Und die möchte ich auch noch. Sehr schön. So. Nein, wir sind weg. Tschüss. Macht der Kohle mit uns und will uns noch ausrauben oder einen Schläger arrangieren. Hammer. Perosa, der pennt. Kann das sein, dass wir auf Perosa warten müssen? Bevor wir das hier machen können, was hier so Sache ist? Na. Aber mit denen haben wir schon geredet, oder? Hi. Nee, doch nicht. Bist du ein Reisender? Hier gibt es sehr viele Pferde. Bin quasi mit denen aufgewachsen. Deswegen bin ich auch ein ziemlich guter Reiter. Hast du Lust, deine Reitfähigkeiten unter Beweis zu stellen? Aber ich muss dich warnen, ich bin richtig gut. Na, willst du versuchen, meinen Rekord zu schlagen? Klar. Zuerst mal musst du auf einem Pferd zu mir kommen und mit mir sprechen. Alles klar. Da wir ein super tolles Pferd haben. Yep. Wir möchten ein Pferd abholen. Und zwar Yuzuya. Pferd mitnehmen. Einen Moment bitte. Alles klar. Tut mir leid, dass du warten musstest. Danke, dass du unsere Dienste in Anspruch genommen hast. Wenn du auf einer Straße reitest, folgt dein Pferd instinktiv dem Weg. Du musst nichts weiter tun. Genieß einfach die Aussicht. Ja, danke. So, wir haben ein richtig tolles Pferd. Na komm. Ach ja, das wird cool. So. Sehr gut, da bist du ja wieder. Du willst also meinen Rekord schlagen? Klar. Dann brauche ich erstmal einen kleinen Unkostenbeitrag von 20 Rubinen. Na gut. Lass es krachen. Ja, wir machen jetzt ein Reitspiel, bei dem ich wahrscheinlich ein paar Mal fehlen werde. Oh. Gut, dann erkläre ich dir doch mal die Regeln.
Reite über diese Wiese und springe dabei über die Hindernisse. Insgesamt gibt es 10 dieser Hürden und du kannst nicht zum Ziel, bevor du nicht über alle Hindernisse gesprungen bist. Wenn du alle geschafft hast, komm wieder her. Ich warte hier. Wenn du vom Pferd steigst, wirst du disqualifiziert. Aber das ist ja eigentlich logisch, oder? Das Schwierige ist, dass du nicht einfach im vollen Tempo galoppieren kannst. Um über die Hindernisse zu kommen, musst du nämlich gerade so schnell sein, dass du dein Pferd genau lenken kannst. Wenn du eine gute Zeit schaffst, gebe ich dir meine liebste Pferdeausrüstung. Versuch doch erstmal 1 Minute und 30 Sekunden zu schaffen. Mein Rekord liegt bei 1 und 15. Denkst du kannst da mithalten? Okay. So. Am Anfang können wir noch ein bisschen Gas geben. Na komm. Ups. Ganz gemütlich. Bevor wir hier irgendeinen Scheiß machen. Das wird zu steil. Nee, er macht's. Sehr schön. Gut gemacht. So, warum ist die Ziege da? Oh nein. Und wir haben vergeigt. Weil das Pferd wieder nicht richtig darüber wollte. Lieber seitlich dran vorbeiläuft. Ups, was da? Aber wir können ja noch ein bisschen üben. Die Zeit haben wir eh. Boah, nach rechts. Aha, recht links halten. Ist gut. So, dann gehen wir hier nochmal rüber. Hier rüber. Okay, er will nicht. Oder er, sie. So, und einmal hier rüber. Ja, und jetzt müssen wir noch zum Ziel. 1,30 haben wir geschafft. Moment. Wir haben sogar 1,15 geschafft. Oh, war das knapp. Wow. Du hast geschafft. Müssen wir es jetzt noch machen, um 1,15 zu schlagen? Oder reicht das so? Direkt für beides. Deine Zeit lag also bei 1 Minute und 14,54 Sekunden. Das ist unter 1,15, ne? Ich hätte nie gedacht, dass mal wer meinen Rekord brechen würde. Hier ist die Pferdausrüstung, die ich dir versprochen habe. Schmucksattel. Dieser reich ornamentierte Sattel wird bei Festakten verwendet. Seine Stickereien und Edelsteine hinterlassen bleibenden Eindruck. Geeignet für alle, die auffallen wollen. Das habe ich jetzt davon, Leute herauszufordern. Aber irgendwann breche ich deinen Rekord. Wirst sehen. Willst du es nochmal versuchen? Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch mehr kriegen von dir, wenn wir jetzt den Rekord nochmal brechen. Dann bräuchte ich erstmal... Machen wir einfach mal. Ich dachte, ich hätte voll gefailt, aber okay, wir haben unseren Rekord direkt gebrochen. Wow. Nein. Gut. 1,15. Jo. So. Ja, ich bin selbst beeindruckt davon, dass es geklappt hat. So, nach links. Nein, darüber, genau. So, einmal darüber, schön mittig, damit er ja nicht links oder rechts vorbeigeht. So, und jetzt nach rechts, 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 danke. So, links. Ja, gut, dass er nicht hochgegangen ist. Wenn jetzt aufsteigen, kann ein bisschen nerven. Nein, nein! Oh, du blödes... Meine Güte. Okay, jetzt haben wir wirklich gefailt. Oh, wow, das hätte klappen können. Aber nein, er musste ja unbedingt sich verlenken. Oh, wow, scheiße. Okay, das haben wir voll versaut. Hier, komm, ich steig ab. Das können wir knicken. Ja, komm. Das wäre sowas von Fail. Warum hat er das jetzt gemacht, da rechts vorbeigelenkt? Ich war mehr links, als dass ich rechts war. Das hätte voll klappen müssen eigentlich. Ja. Ach, komm. Soll ich aus Versehen ihn... Ach, komm. Nein. Meine Güte, hör auf. Ach.
Mann, Pferd! So. Nein, nach links. So, das Ganze jetzt nochmal. Ja. Gut. So. In der Hoffnung, dass es diesmal klappen wird. Wir dürfen halt nur nicht zu schnell sein, weil sonst passiert das, was wir eben gesehen haben. Ja, ja, wissen wir. Das wäre schlecht. So, erstmal da lang. Einlenken. Nein, nein! Was ist mit dir? Oh, wow. Warum hat er so doof gelenkt? Wahrscheinlich habe ich viel zu schnell. Ja. Und schon wieder versaut. Wenn wir hier vorne schon fällen, dann war es das. Ah, dieses automatische Lenken um Hindernisse herum. In diesem Fall ist echt nervig. Hätten sie hier abstellen sollen. Okay, und wieder runter. Das können wir sowas von knicken. Ja, ja, weg da. Ich wusste, dass es das reinste Chaos wird. Ja, ja, komm. Nochmal. Ja. Noch haben wir ein bisschen Money. Money, Money, Money. Also ich glaube, so 15 Matches, Runden können wir uns auch leisten. Danach sind wir durchgehend pleite. Kein Bedarf. So. Dann los. So. Gas geben. Gas geben, habe ich gesagt. Und auswählen auf die falsche Taste gekommen. Ich dachte, er lenkt schon wieder nach rechts. Ist echt nicht so schön. So, links, ganz gemütlich. Wir wollen jetzt schön gerade darauf zureiten. Und dann, was war das denn? Naja, gut. So, nach links. Nein, 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 nein. Ja, das hat gepasst, gut. So, gehen wir hier rüber. Okay, er will nicht. Oder er, sie will nicht. So, jetzt hier einmal rüber. Oh, ich habe voll nach rechts gelenkt und er hat einfach nichts getan. Nein! Er hat schon wieder nach links gelenkt. Was ist denn das? Oh, dieses automatische Ausweichen ist so nervig bei diesem Parcours. Das ist der Hammer. Wenn man das so versauen kann. Schaffen wir es trotzdem? Komm schon, komm schon! Lass es uns schaffen. Natürlich nicht. Oh, shit. Ah, nur weil wir diesen extra Bogen fahren mussten, laufen mussten. Mist. Das ist so doof. Beim ersten Anlauf direkt geschafft. Wir mussten trotzdem nur 1,30 schaffen? Oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Wahrscheinlich, wenn wir unter 1,15 kommen, kriegen wir den Sattel und das Zaumzeug, wenn wir unter 1,30 kommen. Das muss man separat machen, scheinbar. Nehme ich gerne an. Okay. Spuckzaumzeug. Dieses auffallend ornamentierte Zaumzeug ist für Festakte verwendet. Wird für Festakte verwendet. Besonders die Federn hinterlassen Eindruck. Genau das Richtige, um dein Pferd in Szene zu setzen. Nein, auf keinen Fall. Wir haben alles geschafft, was wir brauchen. Ja, das ging sogar besser, sogar als ich dachte. Und ich möchte jetzt Rind schmücken damit. Pferd abholen, ja. Wir nehmen Rind mit. Yep, möchten wir haben. Gut, der passt auf meine Yuzuria auf und Rind wird jetzt erstmal geschmückt. Ja, 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 wissen wir. So, danke. Dann ist der Standardsattel weg. Oh, ein Reisender. Willkommen in unserem Pferdestall. Fühl dich ganz, fühl dich hier ganz viel zu Hause. Nanu? Oh, was haben wir jetzt gemacht? Da hast du ja ein richtiges Prachtexemplar. Wenn du willst, kannst du bei uns Ausrüstung des Pferdes ändern. Oder seine Mähne umfrisieren. Ja, machen wir einfach mal. Mich interessieren aber nur Pferde, die mit viel Liebe gezähmt wurden. Tritt das in deinem Fall zu? Stimmt, ne? Komm schon. Oh, dieses Pferd macht einen freundlichen Eindruck. Aber so ganz vertraut ist dir noch nicht. Oh, komm schon. Solltest du mit
viel mehr Liebe weiter einreiten. Dann kann ich dir auch gerne bei meinem Ausrüstung weiterhelfen. Och, Manno. Rin mag uns mehr. Los. Das war ein Befehl. Ups. Kunststücke kann es auf jeden Fall. Ich möchte aber... Moment. Genau, ich möchte hier lang. Dafür ärgern wir jetzt die Pferde. Yeah. Oh, das schwarze Pferd gefällt mir hier, ne? Mit der weißen Schnute so ein bisschen. So. Wow, was ist mit dir nicht in Ordnung? Ich dachte, du folgst dem Weg. Na, dann halt nicht. So. Wie viel Zutraulichkeit hat das eigentlich? Können wir das sehen irgendwo? Wahrscheinlich nur am Stall selber, ne? Gut. Jetzt machen wir nochmal was. Was mir auf jeden Fall Spaß macht. Aber da werden wir vielleicht auch ein bisschen rumfailen. Wer weiß. So. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Das wird schon irgendwie hinhauen. Wenn nicht, machen wir es im nächsten Part fertig. Weil dann haben wir diese ja eigentlich recht schweren Sachen auch durch. Oh, Moment. Rin. Wir müssen kurz anhalten. Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht verschwendet. Hier, unser Masterschwert. Geld können wir gebrauchen. Wir sind richtig arm. Gerade wenn wir wissen, dass wir noch eine Menge Geld für die nächste Fee brauchen. So, wir wollen wieder nach links weiter. Oh, 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 ich bin sogar... Weiter Schützenübungslager. Genau das wollte ich. So, was ist mit dir? Sei mir gegrüßt, junger Mann. Du scheinst kampferprobt zu sein, aber kannst du auch zu Pferde kämpfen? Ich glaube ja. Aber ist dieses Selbstvertrauen auch angebracht? Die Jugend überschätzt sich ja gerne mal. Bist du bereit, deine wahren Fähigkeiten unter Beweis zu stellen? Ja. Wenn man jung ist, neigt man zu schnellen Entscheidungen, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Für diese Übung benötigst du Pfeile und einen Bogen. Bist du angemessen vorbereitet? Wir sollten das haben, ja. Sollte es dir an Pfeilen fehlen, kann ich dir einige von meinen verkaufen. Was meinst du, junger Mann? Mal gucken. Ich habe fantastische Ware im Angebot. Sieh dich nur um. Sind die günstiger oder sind die jetzt teurer? Ich habe keine Ahnung. Wir kaufen einfach. Nein. Das ist mir zu teuer. Wir nehmen lieber die. Ja, die nehmen wir. Kostet 100. Das passt schon. Ich bedanke mich. Willst du noch etwas verkaufen vielleicht? Was können wir ihm denn geben? Ich meine, wir können ihm... Warum sollte man jemals seine Klamotten verkaufen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Er will sonst nur das haben, was er annimmt. Da können wir ihm vielleicht ein paar Steine geben? Glibber können wir ihm geben, ja, aber... Sonst? Wir geben ihm einfach ein paar Schrauben. Wie wär's? Die bringen gut Money. Ich würde sagen, wir geben ihm erstmal 50. Und haben damit, ja, 600. Perfekt, hier. So. Nee. Dann wollen wir mal sehen, wie du dich, wie du und dein treues Ross sich bewegen. Ich frag mich gern, aber gibst du mir 20 Rubine, um meine Kosten zu decken? Ja, okay. Das weiß ich zu schätzen, aber du wirst auch sehen, das Üben zählt sich aus. Zahlt sich aus. Dann komm mal mit. Ja, ich werde das Gamepad jetzt mal ein bisschen anders halten, weil man braucht ein bisschen die Gyro-Steuerung, also die Bewegungssteuerung. Bevor es losgehen kann, muss ich noch ein bisschen was erklären. Siehst du die schwebenden Ziele dort?
Achso, ich beurteile deine Fähigkeiten über die Zahl der Pfeile, die du mit. Die Zahl der Ziele, die du mit Feind triffst. Oh, so schwer war das eigentlich gar nicht. Ich gebe dir Bescheid, wenn die Zeit abgelaufen ist. Also gib einfach dein Bestes bis dahin. Wenn du von deinem Pferd absteigst, breche ich das Ganze ab. Geht ja auch um Bogenschießen zu Pferde, nicht? Nun denn, wenn es dir gelingt, mehr als 20 Ziele zu treffen, überlasse ich dir meine Pferdeausrüstung. So, genug der langen Erklärung. Jetzt legen wir los. Hals- und Beinbruch. Ja, das ist auch so eine Mission, die relativ schwer ist. Gerade die zweite Version. Shit, ich habe mich nicht genau vorbereitet. Komm schon. Oh, sehr schön. Zum Glück sind die am Anfang. Ich wollte gerade sagen, weiter auseinander. Oh Gott, schon gefällt. Wo bin ich überhaupt? Okay, das war ja der größte Mist, den ich bisher verbrochen habe. Oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, jetzt nehmen wir nochmal. Nein. Das ist auch so eine Sache, die hier nicht passieren darf, dass der Bogen einfach so kaputt geht. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen sollten wir treffen? Ich weiß es gerade nicht. Ja, danke, dass der sich dazwischen geschmissen hat. Halt, komm zu mir. Okay. Das war nicht sehr gut. Wie viel Ziel sollten wir jetzt treffen? Ich habe nicht mehr genau im Kopf, was das war. Der Anfang war mega schlecht. So, du hast uns gerade 11-mal getroffen. Das ist nicht unbedingt beeindruckend. Ja, das weiß ich. Gewöhne dich langsam ans Tempo und steigere es dann. Wie sieht's aus? Willst du noch etwas üben? Ja. Einmal probieren wir es noch. Nun ja, das solltest du wohl tun. Du weißt, was es kommt, ja. Das heißt zu schätzen. Ja, üben zahlt sich aus. Yep, 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 yep. Gib los. Ups, so. So. Der Bogen zerbricht schon wieder. Wow. Na komm! Schon drauf sein auf dem Ziel. Ah, ist so hoch. Ich gehe mal darauf. Diesen Bogen zu spannen dauert echt lange. Mist. Nein, ich hab's versaut. Ich weiß, dass man hier noch mal so einen Bogen nehmen kann. Na komm. Kriegen wir den noch? Nö. Schade. 20 hätten wir gebraucht, ne? Halt, komm zu mir. Okay. Ich würde sagen, das probieren wir beim nächsten Mal. Lieber so, du hast insgesamt 19 getroffen. Nicht unbedingt furchtbar, aber da ist noch viel Unsicherheit drin. Bogenschießen aus der Bewegung ist nicht leicht. Versuche, das Ziel genau anzuvisieren. Das hier ist mein Abschiedsgeschenk an dich. Lasse nicht nach und... Lasse nicht nach in deinem Streben. Was für ein Satz. Ja, wenigstens ein paar Pfeile. Wie sieht's aus? Willst du noch einmal üben? Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Und beenden das erstmal für heute. Ich wette, da brauche ich noch ein paar Versuche für. Gerade jetzt, weil das Mikrofon ja immer noch direkt zwischen mir und dem Controller ist. Nicht ganz so viel Bewegungsfreiheit, das ist ein bisschen eingeengt hier. Aber wir kriegen es schon irgendwie hin. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.